Das ist Jack. Das ist Jack. Darunter. Ja, mit Jack sollte man sich nicht anlegen. Und die ist genau die richtige, wenn wir eine Biotik-Expertin suchen. Sie greifen Jack an. Gut. Sie hat sich einfach mal durch die ganzen Maxe durchgeprügelt, wie eine Irre. Und vielleicht hätten wir erstmal die Max aus dem Verkehr ziehen und dann erst sie befreien sollen. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Aber gut, immerhin können wir so noch ein bisschen rumscannen und hier ein paar Vorteile draus ziehen. Tödliche Methoden genehmigt. Aber nicht Jack umlegen. An die Techs, abriegeln. Abriegeln. Ausfall der Lebenserhaltungssysteme in den Sektoren 7, 9 und 11. Keine Überlebenden. Ach, sympathisch. Also hier geht alles den Bach runter gerade. Ich glaube, wir haben ein bisschen für Chaos gesorgt. Beeinträchtigende biotische Fähigkeiten könnte auf der Normandie zu Problemen führen. Unter Umständen schon. Also wir sollten da wirklich aufpassen, dass sie uns da nicht die Hütte in die Luft jagt. Jack sage ich schon. Doch, wir heißen ja auch Jack. Könntest du vielleicht über diese Schwelle drüber gehen? Das wäre schön. Scheinbar nicht. Dann gehen wir einfach mal... Ne, oben lang können wir nicht. Ach doch, hier. So, wir gehen mal von der Seite aus ran. Geh doch mal bitte hier ran. Dankeschön. Mensch, Shepard, das ist manchmal ein bisschen kritisch mit dir. So. Dann ist dieses Ding da dran. Einmal die Schilde runterjagen, bitte. So, während der auf mich feuert, können die anderen auf ihn draufhalten. Das ist gut. So, noch eine Überlastung. Okay, dann sind die Schilde fast unten. Sehr gut. Jetzt die Verbrennung, die sollte die Panzerung gut beschädigen. Wow. Deckung könnte helfen, ich weiß. Gut. Also die Max halten schon einiges aus. Es ist schon erstaunlich, wie einfach Jack dieses Ding platt gemacht hat, ne? So, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn wir den durch die Gegend werfen wollen? Oh, schade, kommen wir gar nicht mehr zu. Gut, hätten wir das Problem schon mal beseitigt. Die Muni nehmen wir noch mit. Warnung. Wow. Kraftwerkschaden führt zu Überlastung. Kernsystemausfall. Shepard, der Direktor hat den Bereich hinter Ihnen abgeriegelt. Sie brauchen einen anderen Weg nach... Die Wache wurde von Gefangenen mit improvisierten Waffen überrannt. Er hatte keine Chance. Das zeigt doch, was für Typen diese Gefangenen sind. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was hier geschieht, aber es ist zum Besten der Galaxie. Diese Wache hat Irre von Unschuldigen ferngehalten. Häftlinge hilflos. Wache hat er Macht. Vielleicht Missbrauch? Gewalt hier könnte Rache gewesen sein. Ja, das könnte sein. So, in der Zeit haben wir mal gehackt, während die hier ihr Gespräch geführt haben. Ja, also der Weg hinter uns ist abgeschnitten. Wir müssen auf jeden Fall uns einen anderen Weg hier raussuchen und der wird mit viel Ballerei zu tun haben. Das sehen wir ja schon. Wir müssen uns eigentlich einmal durch die ganze Gefängnisanlage schlachten. 4, 7 und 8. Und wir können nur hoffen, dass die Lebenserhaltungssysteme in unserem Bereich nicht abgeschaltet werden. So, erstmal weg mit dir, mein Freund. Ach, Mist. Okay, wen haben wir da? Erstmal den hier vorne ausgeschaltet, bevor der uns zu flankieren anfängt. Und dann sollten wir uns mal um seine Schilde kümmern. Gut. Ja, geht bitte in Deckung da hinter mir, das wäre schön. Perfekt. Gareth, das machst du da unten schon. Gut, das hast du den. Einer müsste noch da sein, oder? Vielleicht auch nicht. Okay, haben wir den hier schon. Wow. Sektoren 12, 13 und 14
12, 14 und 30. Keine Überlebenden. Jedes Mal, wenn das so kurz schwarz wird, dann bin ich irgendwie gerade besorgt, dass irgendwas Schlimmes passiert, aber es gehört eigentlich einfach dazu. So, da fährst du die beiden. Achso, dahinter sind noch mehr, das ist aber schade. Gut, da können wir erstmal einfach ein bisschen mit Werfen draufhalten auf die. Gut, ich springe dabei mal, ich stoße dabei mal ein bisschen vor. Kümmert ihr euch dabei mal um den letzten oder ich mache das halt. Ist mir recht. So. Wieso kämpft ihr eigentlich ausschließlich gegen uns? Die sollten mal gegen die Gefangenen vorgehen. Und das ist doch schon wieder so ein blöder Mech ist, das nervt mich auch schon wieder. Die sind auch ausschließlich auf mich konzentriert, habe ich das Gefühl, die Mechs, ne? Aber dann konzentriere ich mich auch mal auf ihn. So, eine Überlastung. Brennbar oder nicht brennbar? Das ist hier die Frage. Garrus, Überlastung? Danke. Oh, komm schon, ich war schon wieder in Deckung. So, die Schilde sind immer das Schlimmste bei den Mechs. Die sind so wahnsinnig widerstandsfähig. Das ist echt unglaublich. Garrus. Ach, der ist blockiert. Okay. Hab ich schon gewundert. Ist immer noch blockiert. Ach, der ist der hinüber? Das tut mir aber leid. Dann müssen wir mal gerade... warte mal. Müssen wir ihn mal wiederbeleben. Mordin. Einmal verbrennen, bitte. Danke. Oh, schlechte Position. Ganz übel. Warte mal, haben wir hier drüben... Müsste erstmal den hier drüben mit ausschalten. Shit. Gut. Okay. Der wäre zumindest erstmal ein Stück wieder weg. Dann kann Mordin ja auch wieder die Verbrennung machen. Okay. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Sind die anderen beiden hinüber? Oh, fuck you. Ah, oh, das war gemein. Ja, von beiden Seiten kann ich nicht gleichzeitig jetzt hier dagegen vorgehen. Shit. Hätte ich vielleicht doch wieder ein Stück mich zurückfallen lassen sollen. Ich weiß auch nicht, wo die anderen beiden gerade waren. Die hätten mir vielleicht eventuell mal helfen können. Gegen den Centurio zum Beispiel, damit ich mich wirklich auf den Mech konzentrieren kann. Wäre geil gewesen. Wäre echt geil gewesen. Ich weiß nicht, womit die beschäftigt waren. Gut, neuer Versuch. Kann ja nicht schaden, es einfach nochmal zu probieren. Es ist halt ein bisschen kritisch hier, dass da doch einiges an... Gegner auf einen zukommen. Ich glaube, es war unser erster Tod hier jetzt im Spiel, oder? Kann das sein? Ich glaube, bisher hat man noch keinen. So, den haben wir erstmal weg. Okay. Und er hat sich natürlich wieder neue Schilde gemacht, aber die sind schon wieder hinüber, okay. Wow. Das ist nett, wenn man drauf schießt, während Mordin vorher den Kyo-Angriff gemacht hat. So, was machen wir denn da mal? Lassen wir sie mal fliegen. Und für den haben wir mal eine Überlastung. Gut. Also an sich sind die Gegner halt nicht das Problem, die normalen hier. Aber wenn der Mech dann dazukommt, dann wird es halt kritisch. Muss ich doch vorstoßen. Geht nicht anders. So, da hat der mal seine Deckung verlassen. Etwas unfreiwillig zugegebenermaßen. Die bekommst du nicht mehr. So, dann machen wir es halt einfach mal so. Das Vorteil von Schusswaffen ist halt einfach, es
es geht viel direkter. Wenn sie gerade mal rausschauen und man drauf schießt, dann trifft man auch. Sollen wir noch ein bisschen Muni hier hinten vielleicht? Ja. Dankeschön. So, weg mit euch. Siehst du mal, ich brauche gar nicht weiter vorstoßen, um die hier ranzuholen, um die zu triggern, die Gegner. Die kommen auch von alleine. Oh Mist. Erstmal den Centurio ja ausgeschaltet. Garrus? Ach shit. Das war nicht so gut. Okay, haben wir den schon mal. Ich will eigentlich gar nicht näher rangehen. Vielleicht lassen wir erstmal ein bisschen das Fußvolk rankommen, bis der Mac dann am Ende alleine übrig ist. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das Problem ist, auf die Entfernung kann ich die schlecht anvisieren, die Gegner. Den sollte ich eigentlich erwischen können. Und gleich nochmal. Gut, das war's für den. Jetzt haben wir auf jeden Fall da hinten den großen Oschi. Der scheint langsam rumzukommen. Das ist ganz gut. Dann müsste er demnächst eigentlich mal in Reichweite kommen. Und offenbar sind unsere Kompagnons auch ein bisschen besser, was Reichweite angeht. So, ich konzentriere mich mal. Die können sich auch um den kümmern. Ich konzentriere mich mal auf den Mac, mit der hier gleich rumkommt. Kann der da oben lang? Warte mal. Oh shit! Wir wurden entdeckt. Ja. Zurückfallen lassen. Oh scheiße. Da bin ich ja voll reingerannt gerade. Okay, jetzt müssen wir alles draufhalten, was wir haben. Oh, komm schon. Oh, Mordin ist eingekesselt da oben. Das ist nicht gut. Mal den Raketenwerfer auspacken. Gut, der kann uns hilfreich werden. So, jetzt sollten wir Mordin vielleicht mal... Ne, das wollte ich. Gut, dann machen wir erstmal das. Warum nicht? Gegenseitiger Raketenbeschuss. Auch schön. So, einmal die Einigkeit. So geht das. Und dann kann Mordin mal ein bisschen Verbrennung üben hier. Wow! Das war ein bisschen sehr nah, aber Hauptsache wir haben ihn weg. Das ist die Hauptsache. Okay, weiter geht's. Alle beide leben und der Mac ist weg. Jetzt sollte doch eigentlich der Widerstand gebrochen sein, ne? Wunderschön. Können wir auch mal ein bisschen mutiger vorstoßen. So, Jack scheint irgendwie verschollen zu sein. Ich weiß nicht, in welche Richtung die jetzt getürmt ist. Aber naja. Gut, hier liegen nur Tote rum, das ist schön. Also, für die Toten ist es natürlich nicht so schön, aber für mich ist es gut, dass der Widerstand gebrochen ist. Dann mal kurz hier oben nach Muni schauen. Der hat keine, ist ja eine Sauerei. Okay, aber zumindest nochmal hier kurz schauen. Vielleicht liegt hier noch irgendwas. Okay. Vielleicht liegt hier noch irgendwas rum, was wir mitnehmen können. Nein, scheint mir nicht so. Okay. Dann weiter vorstoßen. Ich glaube, das ist der schlimmste Raum gewesen, soweit ich mich erinnern kann. Halt, hier ist noch was. Ach, wir sind voll. Okay. Warum sagt mir das keiner? Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, war das der schlimmste Raum, den es gab hier in dem Gebiet, in der Mission. Von daher, ich glaube, jetzt wird es nicht mehr so schlimm. Okay, erstmal kurz noch ein bisschen Geld einsacken. Dachte ich mir, dass die zusammengehören. Das sah an den Platinen schon so aus. Auch. Das gehört zu dem gleich. Okay, warum nicht? Das war immer relativ einfach. Das ist schön. Gut, weiter geht's. Haben wir Jack gefunden? Nicht Jack. Sie sind wertvoll, Shepard. Wenn ich sie verkauft hätte, könnte ich leben wie ein König. Aber sie machen zu viel Ärger. Wenigstens kann ich Jack wieder einfangen. Das glaube ich kaum. Sie sind ein mieser Sklavenhändler und ich habe dafür keine Zeit.
Ich erledige die unangenehmen Sachen, die Regierungen abwälzen. Es ist zum Wohl der Galaxie. Man kann sich's immer schön reden, wenn man Scheiße baut. So, das wird jetzt nochmal der Endkampf sozusagen hier. Aber er wird zwar Schilder haben, aber er ist kein Mech, sag ich mal, ne? Von daher, schlimmer als gerade eben kann es eigentlich nicht werden. Wir sehen aber, er wird von großen Schilden abgeschirmt. Deswegen müssen wir mal die Generatoren von den Schilden ausschalten, damit er seinen Schutz verliert. Kann ich von hier aus schon? Nee, schade. Okay, dann gehen wir mal hoch. Ja, ja, ja. Dann kümmert euch mal drum auf der rechten Seite. Ich kümmere mich dabei hier rum. Ah, oh, getroffen. Sehr gut. So, den Commander sollten wir vielleicht irgendwie ausschalten. Ich liebe es, einen großen Bogen zu schießen. Und vor allem, wenn man dann noch trifft. So, danke für die Deckung. Das ist sehr freundlich, dass die uns eine Deckung hier aufrecht bauen, hinbauen. Ich zünde sie an. Wenn der lieber rücken will. So. Das war's gleich für den Commander. Gut, noch den Centurio. Der sollte schnell erledigt sein, sobald Garrus Überlastung wieder aufgebaut ist. Und sie auch trifft natürlich. Was sie nicht tut. Oh, warte mal. Hier vorne ist auch noch einer. Dann erstmal den bitte. So, der Centurio hat sich in der Zwischenzeit nach hinten verkrümelt. Okay. Bleibt noch der Generator. Oh, hier ist immer noch der Centurio. Okay, das waren zwei. Ich dachte, das wäre bloß der eine, der sich verkrümelt hat. Kopfschuss. Müsste sich durch jede Person wenden. Und damit kommen wir zum letzten Direktor. Direktor Kurel selbst. Schild ist unten. Und wie lange kann er überleben, wenn er gegen uns drei kämpft, ist die Frage, ne? Ich glaube, Mordin wird gerade kräftig unter Beschuss genommen. Ich weiß aber nicht, es ist doch kein anderer mehr da, oder? Scheinbar doch. Er hat ja gerade irgendjemanden neutralisiert, wie er sagt. So. Jetzt kann Mordin mit seiner Verbrennung kommen. Ist ein gutes Team, die zwei, muss ich sagen. Und das war's für Direktor Kurel. Was zum Teufel wollen Sie? Ich habe gerade Ihren Arsch gerettet. Er war schon tot. Er wusste es nur noch nicht. Also, was zum Teufel wollen Sie? Sie sind in einer üblen Lage und ich werde Sie hier rausbringen. Scheiße, Sie klingen wie ein Waschlappen. Ich gehe mit Ihnen nirgendwo hin. Sie gehören zu Cerberus. Ich biete Ihnen Freundschaft an. Mein Feind wollen Sie bestimmt nicht sein. Shepards Kampffähigkeiten sind beeindruckend. Gleiches gilt für seine Entschlossenheit. Das halten Feinde nicht lange durch. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen. Halten Sie mich für bescheuert? Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Wir können Sie in Sicherheit bringen und bitten um Ihre Hilfe. Wir könnten Sie bewusstlos schlagen und mitnehmen. Versuchen Sie es ruhig. Wir werden Sie nicht angreifen. Gute Entscheidung. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Schließen Sie sich mir an, dann werde ich für Sie tun, was ich kann. Keine Versprechungen, die Sie nicht halten können. Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Jack rekrutiert. Gut,
das ging einfacher als gedacht. Wie gesagt, das mit dem Mac, das war letztendlich dann doch die größte Hürde dabei. Jetzt der Endkampf war dann nicht mehr das Problem gegen den Direktor. Aber ja, die Gefängnis, das Gefängnisschiff Purgatory wird wohl zum Teufel gehen, nehme ich mal so an. Und alle, die da drauf sind, mit ihm. Gefangene mit dem Namen Jack für das Team rekrutiert. Verrat an Shepard durch Purgatory nicht hinnehmbar. Konnte Geldüberweisung zum Glück zurückbuchen. Muss möglicherweise Schritte gegen Blue Suns einleiten, um Konsequenzen von Einmischung zu demonstrieren. Schadensschutz, haben wir ein Schild-Upgrade gekriegt, offenbar. Haben wir das? Weiß ich nicht. Ah nein, wir können das jetzt herstellen, das Upgrade. Okay. Frotschlinden? Was ist denn los? Schrotflintenschaden? Entschuldigung, auch das können wir jetzt erforschen. Ein paar Credits haben wir gekriegt, Element Zero, und das war's. Jack ist dabei. Und wir haben schon gemerkt, sie ist, naja, ein bisschen instabil, aber damit müssen wir klarkommen. Die ist halt ein kleines Risiko, aber der Unbekannte wird sich schon was dabei gedacht haben, sie damit in den Kreis zu ziehen, derer, die wir in unser Team aufnehmen. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepards Stellvertreterin. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus-Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier. Miranda gibt Ihnen Zugriff aufs System. Lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Hören Sie das, Schätzchen? Wir werden Freundinnen. Sie, ich und jedes peinliche kleine Geheimnis. Ich bin dann unten im Frachtraum oder irgendwo an der Unterseite und lese. Ich stehe nicht so auf Durchgangsverkehr. Halten Sie Ihre Leute von mir fern. Ist besser so. Da gibt's Beef zwischen den Mädels. Ja, also eigentlich mag ich Jack, ja. Sie ist ja eigentlich ganz cool, aber sie ist so wahnsinnig atemberaubend hässlich. Das tut mir leid, das sagen zu müssen. Also eigentlich hat sie ja ein ganz hübsches Gesicht. Aber davon abgesehen, sieht sie so hässlich aus. Das ist unglaublich.